Egal ob beim Gasgrill, im Wohnmobil oder wie hier beim Gasheizgerät, viele werden schon mal ein Zischen an der Flüssiggasanlage vernommen haben, wenn sie das Gasflaschenventil geöffnet haben. Das Wichtigste vorab, im Regelfall ist das überhaupt nicht gefährlich, sondern notwendig für den Betrieb. Wir sehen hier einen ganz typischen Aufbau einer Flüssiggasanlage. Mit den Komponenten Gasflasche, Druckregler, Schlauchbruchsicherung, Schlauchleitung und Gasgerät. Verbinde zuerst die Schlauchleitung mit dem Gasgerät, in diesem Fall haben wir ein Gasheizgerät. Danach die Schlauchbruchsicherung mit der Schlauchleitung und diese mit dem Druckregler, den ihr wiederum an das Gasflaschenventil anschraubt. Zieht handfest an und mit dem Mini-Tool nach. Das Zischen, das ihr beim Aufdrehen des Gasflaschenventils hört, stammt nicht von der Gasflasche und auch nicht vom angeschlossenen Gasgerät. Wenn die Anlage keine massiven Undichtheiten hat, stammt das Zischen immer vom Druckregler, genauer gesagt von der Entlüftungsbohrung. Wenn ihr alles ordnungsgemäß installiert habt, dreht das Gasflaschenventil auf. Im Anschluss daran oder währenddessen solltet ihr das Zischen hören. Keine Angst, es entweicht kein Gas, sondern lediglich eine minimale Menge Luft aus dem Druckregler. Druckregler von GOG haben eine sogenannte Entlüftungsbohrung. Wenn das Gasflaschenventil geschlossen ist, ist die im Druckregler integrierte Membrane in der Ruhestellung. Wenn ihr nun das Gasflaschenventil öffnet, bewegt sich die Membrane im Gehäuse in Richtung Entlüftungsbohrung und verkleinert das Volumen im Deckel. Über die Entlüftungsbohrung entweicht ein Teil der Luft nach außen. Das Zischen, das ihr beim Öffnen des Absperrventils der Propangasflasche wahrnehmt, ist also, wie bereits erwähnt, nicht durch austretendes Gas bedingt. Im Übrigen hat jeder Druckregler von GOG, der auf eine 5, 11 oder 33 kg Gasflasche passt, diese sogenannte Entlüftungsbohrung. Dazu zählen unter anderem Druckregler für Caravans und Wohnmobile, Druckregler für 33 kg Großflaschen. Hier mit der Besonderheit, dass der Druckregler über einen Entlüftungsstutzen verfügt. Oder Druckregler beispielsweise für den Betrieb von Gasgrills, Heizpilzen und Heizstrahlern. Wenn du keine Tipps und Sicherheitshinweise rund um den Betrieb von Flüssiggasanlagen verpassen willst, dann abonniere unseren YouTube-Kanal.